So, dann geht's heute weiter auf Ghost of Life. Es sieht aktuell relativ gut aus. Ich habe jetzt nicht nur ein höheres Liebeslevel hier. Ich habe jetzt auch eine Gilde, Vengeful. Das kam mir ganz lustig zustande. Ich habe heute eine Party gesucht und habe dann gefragt, so, hey, kannst du mir Gilde machen und so weiter. Dann stand er da vorne und dann war er erstmal AFK. Später hat er mich dann, also hat er Skills aktiviert und hat mich in eine Gilde eingeladen, also mich und Waggy. Da gehen wir auch mal ganz kurz drüber. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo das war. Hier. Level 50, 25% mehr XP. Finde ich schon mal krass irgendwie. Das ist halt eine ganze Menge. Vor allem, wenn man überlegt, ihr müsst bedenken, wie krass es skaliert. 25% sind nicht 25% auf jedem Server. Also schon, aber wenn man jetzt Amplis hat, dann hat man 52% Bonus auf den meisten Servern. Hier ist allerdings nur 50%. Das heißt, von den 50% wächst das Ganze auf 75% an. Das heißt, du kriegst halt effektiv, also die Erhöhung, also der Nutzen durch diese 25% ist anteilsmäßig viel größer, als wenn man es halt eben 5 Amplis anmachen kann. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht, ich hoffe schon. 5% Attack ist geil, 30 All-Stats, also ich muss jetzt sagen, sind wirklich so Guild-Buffs for Win oder so. Es ist halt 30 Stats, das ist halt eine Menge. So, schaut euch das mal an, 30, das ist halt, das ist krank. 30% mehr Healing ist halt auch geisteskrank OP. Ich weiß es nicht, warum das drin ist, aber keine Ahnung. 10% AP ist auch eine Menge. Dann nochmal 5% Auto-Attack-Damage, hat 10% mehr. Und, Leute, hab ich gar nicht gesehen, Drop-Rate plus 1, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist okay. Also Drop Rate plus 1 ist halt mies. Das ist richtig, richtig mies. Also das ist halt wirklich so. Ich erkläre es gleich mit jedem Dungeon. Hier haben wir 10% Speed, 5% weniger Damage taken, hier 1% PvE Damage, nochmal 20 All-Stats, also haben wir schon 50 All-Stats durch die Gilde. Nochmal 5% Attack, sind wir bei 15% Attack und hier haben wir dann quasi 20% HP. Das ist krank. Ich habe jetzt mehr HP oder genauso viel HP wie vorher mit Eel. Also, versteht mich nicht falsch, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Das sind Balance-Entscheidungen, da blicke ich nicht durch. Aber ich meine, hier sind ganz viele Dinge, die ich nicht verstehe, wo ich nicht durchblicke, die für mich keinen Sinn ergeben. Und wir haben 27k Attack. Okay, mit Upcut. Vorher glaube ich 24k oder so. Ja, es ist halt krank. Es ist halt wirklich krank. Nein, ach, dieser Bug, Mann. Dass man sich mal umdreht hier in Dungeon drin. Ist ganz komisch. Ist immer an derselben Stelle irgendwie. Ja, ist halt übel einfach. Bin mal gespannt, wie es hier abläuft. Kurz Akkus loswerden. Alter, 51k Damage? Wisst ihr noch, wie das Mob uns damals zugesetzt hat im letzten Run? Also letzte Folge, glaube ich, war das. Ja, komm. Ey, es ist halt wirklich, es sind nur die Gilden-Buffs, was hier aktuell so krass sind. Also Gilden-Buffs und Gilden-Möbel halt. Ja, das ist halt witzlos, oder? Also ganz ehrlich, das ist halt einfach auch wieder witzlos. Hast du halt eine Gilde und hast halt jemanden, der die Möbel kauft, bist halt brutal. Hast die nicht, bist du nichts. Das ist halt. Also ich meine, es war vorher auch gut machbar und alles, würde ich jetzt nicht abstreiten. Aber ich meine, schaut euch das mal an. Das ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Brauche ich Pillen? Ich weiß gar nicht. Ja, Pillen brauche ich, okay. Aber trotzdem, es ist halt kein Vergleich. Es ist trotzdem noch ein bisschen close hier, aber es geht trotzdem. Wir haben ja noch nicht mal eine volle Party. Überlegt einfach mal, wie viel das wir mit einer vollen Party machen würden, so nochmal mehr Damage. Krass, 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 krass. Und wie gesagt, wir haben hier keinen Eel oder so an bisher. Ich glaube, letztes Mal hatten wir sogar einen Eel an. Können wir auch mal aktivieren. 39k, Ja, komm, das ist halt nicht mehr normal. Das ist halt einfach nicht mehr normal. Wie viel haben wir jetzt mehr? 6k HP mehr oder so? Oder sogar 9k HP mehr? Ich weiß nicht mehr, ob ich 30k oder 33k hatte letztens. Ja, es ist halt. Was soll ich dazu sagen? Ist halt übel. Ja, und das Thema mit dieser Droprate hier. Also der gleiche Effekt, wie der COH hat.
Das Glock of Honor. Und ich meine mittlerweile, wir spielen seit 15 Jahren Fly-Fi, oder nee, seit 20 Jahren sogar schon. Also viele zumindest. Wir alle wissen, was ein COH mit der Droprate macht. Also, ich meine, du hast halt eine Droprate, die balancest du halt wirklich, wirklich filigran auf das, auf die Perfektion, also wirklich, du perfektionierst die Droprate. Und dann bringst du ein Item rein, was halt einfach so sagt, so, ja, und jetzt verdoppeln du das Ganze einfach. Ja, ich weiß nicht. Da kommt halt nichts Gutes bei raus einfach. Das ist halt, klappt halt nicht. Klappt einfach nicht. Ja, und deswegen muss ich halt sagen, so weiß ich halt wirklich nicht, was das für ein Gedanke ist, weil, also, wo war sie gerade? Im grünen Haus, oder? Ich meine, klar, natürlich, vielleicht haben sie auch darauf gebalanced, aber es ist halt krass, ich meine, ich hatte halt lange Zeit keine Gilde, weil ich halt auch nicht wusste, ob die halt wirklich viel bringen oder so. Ich meine, es gab halt auch keinen Spieler irgendwie, gibt immer noch keinen Spieler, aber wenn du halt einfach keine Gilde hast und halt einfach so da spielst, wenn du einfach kein Spieler halt spielt und dann kriegst du auf einmal diesen Buff und ja, es ist halt krank. Es sind halt die Entscheidungen, die ich halt einfach nicht verstehen kann. Kann ich nicht nachvollziehen. Soll ich dodgen? Ja, gut. Ich möchte übrigens auch super viel Damage, also Reduced Damage taken, also wie nennt man es hier? Ist nicht drin. Ja, halt Damage Reduction, so nennt man das Ganze. Ja, ist halt schon eine ziemliche Ansage, wie ich finde. Also ist halt heftig. Naja, also ich denke mal, wir schaffen den Boss jetzt, ja, ziemlich easy wahrscheinlich sogar. Wir haben, glaube ich, letztes Mal einmal geschafft sogar, aber das war halt, was ist das denn, Hero Create Talents? Ich werde nichts erklärt, Mann. Ey, ich liebe diesen Server, Mann. Ich liebe ihn einfach. Wir hatten noch hier irgendwo, Loot Tracker. Ah, ich habe ihn schon draußen, hoppla. Na gut, warte, was? Achso, ja, genau. Ja, also fünfmal machen, dann kriegen wir es auf alle Fälle garantiert. Warte mal, das heißt eigentlich theoretisch, wir müssten fünfmal einen Dungeon farmen. Ja, und dann kriegen wir garantiert die Waffe unserer Wahl? Hä, ist das wirklich so? For one of the following items. Okay, das andere, die anderen Dinge sind dann eben wieder random. Aber hier macht, also das Ding fahren wir echt nur fünfmal, dann haben wir es. Ja, okay, das ist halt irgendwie entspannt irgendwie, oder? Ja gut, okay, also ich meine, damit kann ich leben. Aber gut, ich meine, mit doppelter Droprate kann es halt eh schon sein, dass es halt wirklich, dass es halt krass eskaliert. Uah. Kurz nicht aufgepasst. No, 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 no. Ja, aber ich meine, das ist halt immer noch. Es hat so viel entspannter einfach als früher. Oder als vorher, besser gesagt. Ich meine, schaut euch das Ganze einfach an. Ich meine, wir chillen hier aktuell. Ich glaube, ich sollte echt einen eigenen Fly-Fi-Server machen. Ganz im Ernst. Also, wenn ich halt nicht wüsste, dass halt Fly-Fi so AIDS ist, also zum Programmieren und so, dann würde ich es halt, glaube ich, echt machen. Aber da ich halt eben weiß, dass AIDS ist, mache ich es halt eigentlich nicht. Ich meine, klar, es wäre halt schon eine nette Sache und so und ein Fly-Fi-Server. Ich meine, wenn ich jetzt ein eigenes Spiel mache, dann ist natürlich das immer mit Risiko verbunden, dass es halt einfach nicht klappt. Oh. 201 Punkte? 2000 Punkte meint, soll das glaube ich hier heißen, oder? 7 Minuten? 7 Minuten? Ernsthaft? Nur 7. Jetzt fahren wir noch ganz kurz hier mal Catacombs und dann schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich glaube, letztens brauchten wir für 9,58 oder so knappe 10 Minuten irgendwie.
Gut, ich meine, hier bin ich halt viel mit Laufen beschäftigt und so, aber es hat ja keinen Vergleich. Es hat wirklich gar keinen Vergleich. Krasser Scheiß. Krasser, krasser, krasser Scheiß. Ja gut, ich meine, jetzt verstehe ich natürlich auch wieder, warum die Dungeons halt für den Anfang... Ich meine, die sind nicht wirklich schwer, aber ich finde es halt auch nicht direkt easy. Das Geldproblem ist halt aktuell das Einzige. Hätte ich jetzt halt Geld... Ich meine, gut, mit Geld hat man halt Equipment. Ich meine, ich habe jetzt Equipment, gutes Equipment im Prinzip. Aber hätte ich halt Geld und so, könnte ich das halt... Könnte ich halt noch easy, krass upgraden gehen und halt eskalieren und so. Habe ich jetzt halt nicht, deswegen... ja. Aber abgesehen davon... gehen halt down wie nichts. Das ist halt krass. Abgesehen davon verstehe ich natürlich jetzt schon, warum das so gebalanced ist, wie es gebalanced ist, denn das macht halt einfach Sinn. Ich sehe es jetzt, ich verstehe es jetzt, es macht Sinn. So, ja. Und selbst mit schlechterem Equipment wäre das immer noch super easy jetzt. Aber es ist einfach, weil ich die Gilde habe und ja. So schaut das Ganze aus. Ja, allein hat schon mal überlegt, jetzt habe ich gleich Gilden Level 14. Auch das ist ja mal wirklich ein Game Changer. Und ich meine, ich habe nicht mal Beats so aktuell an. Ich kann es nur removen, schade. Hätte ich jetzt noch Beats an, sagen wir mal irgendwie 1000 Def, 300 Damage, 10% Blockrate, Crit-Schaden und so weiter. Das wäre ja. Das wäre komplett Overkill. Ich meine. Da könnte ich hier AFK gehen drin, das wäre ja. Also das wäre ja total OP. Aber das brauche ich jetzt eben nicht mal. Einfach, weil es halt jetzt wirklich schon so gut läuft irgendwie. Ja, aber interessant. Ja, damit ist es auch wirklich kein Vergleich irgendwie. Von 5 Mille, ja. Okay. Ja, muss ich mal schauen. Jetzt bin ich mal auf die Zeit gespannt, wie lange es wir hier brauchen werden. Weil aktuell schaut es ja nicht sonderlich schwierig aus. So, 58k Damage. Überleg das mal, wir haben 100, wie viel haben wir? 100, 150 STA, glaube ich, haben wir gestattet oder so. Oder waren es 250? Ne, 150, glaube ich, waren es. Ich weiß gar nicht mehr genau. Allein, wenn man drüber nachdenkt. Wenn wir jetzt auf pur STR wären. Wenn wir auf pur STR wenn uns leveln würden. Wir kriegen nicht noch mehr XP, Alter. Ich meine, wir haben damals, was haben wir gemacht? 55 bis 58k Damage, wie aktuell. Allerdings, jetzt bin ich auf pur STR, so 50-50 STR gestattet. Aber dann mache ich bestimmt, was mache ich denn Damage? Keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Was denkt ihr, ist realistisch? 10k mehr? 20k? 15k mehr? Ich würde sagen, 15k mehr ist, glaube ich, realistisch. Muss ich dodgen? Nee, oder? Hätte ich dodgen sollen vielleicht. Ja, aber... gut, natürlich muss man auch dazu sagen, ist das aktuell der Easy-Mode. Ist das nicht der Hard-Mode oder so? Das heißt, im Hard-Mode relativiert sich das Ganze dann nochmal. Also, nee, es relativiert sich. Punkt. Ja. Aber auch da bin ich relativ relativ optimistisch, dass das Ganze noch relativ gut laufen wird. Also ich glaube auch der Normal Mode, den können wir irgendwann schon ins Auge fassen. Ich glaube, es könnte klappen. Und sie sagt heute auch, wie schnell oder wie einfach, dass ich dodgen kann. Einfach nur, weil halt jetzt einfach mehr Speed habe und so.
7x noch. Ey, ist halt nichts effektiv, oder? Wobei, nee, war bei 10x, nicht bei 20x. Stimmt, sorry. 6x noch. Ich muss aus Level 14 was Neues bekommen. 4 Attack. Nee, nichts Neues, okay. Ich weiß gar nicht, was bringt denn hier? Hab ich, glaube ich, nicht geupdatet, oder? Nee, haben es nicht geupdatet. Also normalerweise bringt sie 5% mehr Droprate. Kann auch sein, dass ich die jetzt dann auch noch bekomme. Und ich glaube spätestens dann, ja, ist schon echt sehr entspannt. x noch, gleich immer noch 4x. Ja, so macht der Spaß. So bockt das Ganze. Ja, easy. Wirklich easy. Läuft einfach. Übrigens nur noch 16 Tage bis Manor Lords released. Also nachdem er hier Millennia wirklich ein Reinfall und gewissermaßen tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich das halt irgendwie selbst so hoch gehypt habe, aber die Demo, die war auch wirklich, die war besser. Die Demo war besser als das tatsächliche Spiel. Naja, beziehungsweise, die war nicht wirklich besser. Man hat, also anders formuliert, man hat die negativen Sachen noch nicht in der Demo gesehen, in den ersten 60 Runden. Die kamen nämlich erst später. Und was da Paradox wieder rausgeknüppelt hat, ist nur traurig. Das Spiel hatte wirklich so viel Potenzial gehabt. Und sie haben es höchstwahrscheinlich wieder gerusht, wie auch bei City Skylines. Und was dabei rauskam, ist wirklich... Also ich meine, die Grundmechaniken vom Spiel und so, top. Einwandfrei, 1A. Aber das Balancing im Spiel ist es grausam. Also, wenn ihr Barbaren hasst, anders, wenn ihr Barbaren liebt und die gern bekämpft, dann ist das Spiel für euch. 7 Minuten 27 ist halt mega gut. Dann ist das Spiel wirklich für euch. Für alle anderen, die wo sich sagen, so, nee, so, ich will halt das und das erleben und spielen und whatever, die halt keinen Bock haben, alle 2 Sekunden von 5 Barbaren überfallen zu werden, die sollten, glaube ich, das einfach, sollten sich da weit davon entfernen. Keine Sorge, ich kaufe es nicht für jetzt, sondern für nächstes Mal. 500 Death. Ja, ich muss sparen, aber ein Beat dann fürs nächste Mal. Wie lange hält das? 7 Tage. Ach, warte mal, es hält 7 Tage? Lol. Okay. Naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.